So sieht sie aus, die erste Erinnerungsmedaille des diesjährigen Halleschen Laternenfestes. Auf einer eigens dazu einberufenen Pressekonferenz wurde sie am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt, anlässlich der 76. Ausgabe des beliebten Familienfestes in der Saalestadt hat der numismatische Verein Halle mit Unterstützung der Stadtwerke Halle die Medaillen mit einem Durchmesser von 30 mm geprägt. Sie können während des Laternenfestes vom 26. bis 28. August in Silber, Kupfer, Messing und Zinn erworben werden. Die Kosten betragen etwa zwischen 6 und 10 Euro. Es besteht aber auch die Möglichkeit, seine Münze vor Ort selber zu prägen.